Ich weiß jetzt nicht, ob das kann natürlich mit dem Schwierigkeitsgrad zusammenhängen. Ich glaube, wir spielen auf normal. Warte. Also sofern es Schwierigkeitsgrade ge gegeben hatte. Müsste ich selbst gerade mal gucken. Gab es sowas? Gameplay? Fotomodus, Schwierigkeitsgrad normal, ja. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob das trotzdem was geändert hätte, so. Okay. Wir speichern erstmal wieder, bevor das Spiel eventuell sich denkt, ah nö, ich beende mich mal wieder. Und wir treiben unsere Nachforschung voran, beziehungsweise unsere Aufträge der Waffenhändler. Dann haben wir nämlich das alles abgearbeitet. Wir haben ein paar Münzen. Also von diesen besonderen Münzen. Sagen wir es mal so. Was uns eventuell für weitere Aufträge. Sorry. Musste ein bisschen aufstoßen. Was uns eventuell für weitere Aufträge dann doch hilfreich sein könnte. Schauen wir mal. Ist halt so gesehen nur optionales Gedöns, aber ich wollte es mal machen. Schaden kann es ja nicht. Ja. Wolltest du da gerade hinpinkeln? Warte, ich geh mal weg. Ne, er wollte nur gießen. Okay. Aber es sah gerade so aus, als ob er da hinpinkeln wollte. Reden wir mal nicht drüber. Was bist du hier für einer? Ah, okay. I know, wo wir sind. Wir sind bei der Wache. Aber da will ich jetzt nicht rein. Sondern wir gehen mal außen rum. Ich möchte halt nur ein bisschen. Was? Wer? Ich bin schon weg. Aber wenigstens haben wir jetzt keinen. Noch einen Aussichtspunkt. Warte, den nehmen wir gleich mal mit. Da hinten ist auch noch einer. Ja. Ich würde aber den dann, wenn wir halt hier gerade mal so in der Nähe sind, würde ich den gerade mal so mitnehmen. Schaden tut's ja nicht. Und es liegt ja auf dem Weg. Von daher. Mal bloß gucken, von wo wir hier weiter nach oben kommen. Basim startet wieder sein Motor. Herr Basim, könnten Sie bitte vielleicht. Nur ganz vielleicht sich dazu bequemen. Ich glaube, ich muss das Ding von der anderen Seite. Weil hier kommen wir nicht weiter hoch. Oh, guck mal, doch. Hier. Keine Ahnung, was jetzt. Boah. Man könnte einen glatten Drehwurm kriegen, ne? Ich weiß nicht, es gab irgendein Spiel. Da war es tatsächlich so, wo ich mich so im Kreis mal gedreht habe, die ganze Zeit, dass ich dann einen Drehwurm bekommen habe. Ich weiß aber nicht mehr, was das für ein Spiel war. Kann es echt nicht sagen. Wichtiger Ort entdeckt.
Gut. Kartmacher. Kaufe Karten, um die Fundorte von Ausrüstungstruhen, Rätseln und verlorenen Büchern zu sehen. Ich wäre erstmal fast dafür, dass wir das hier erstmal weiter. Vor allem hier geht es halt auch noch. 30 Milliarden. Also so viel. Also wir haben zwar schon gefühlt ein bisschen was entdeckt. So kartentechnisch. Beziehungsweise aufgedeckt, ist, glaube ich, das ist so das Treffnere. Guck mal. Auch ein Aussichtspunkt. Ist halt die Frage, dadurch, dass das hier, denke ich, der Palast ist, ob wir da so ohne weiteres halt drinkommen. Also, hier so, da so. Schwierig zu sagen. Nein! Das war jetzt, anders. Oh nein, du sollst nicht. Geh doch nicht da lang. Warte mal, Essen. Es kommt wie gerufen. Müssen wir gleich bestimmt wieder mit unseren Vogel losfliegen. Dann müssen wir runter. Aber wenn ich die da oben so sehe, dann wird das bestimmt da so Sperrgebiet sein. Weil ich glaube, alles, was so rot geschmückt ist, nennen wir es mal so. Hier ist noch eine Truhe. Da oben ist auch noch ein Kodex. Aber ich glaube, den werden wir jetzt so schnell nicht bekommen gerade. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Das sage ich dir nicht, ob ich ihn gesehen habe oder nicht. Puh, das. Ja, ich komme schon raus. Mal so. Was müssen wir eigentlich finden? Triff dich mit dem Waffenhändler. Okay. Ob wir ihn wieder eskortieren, beziehungsweise wieder einen eskortieren müssen? Ah, der steht doch bestimmt hier irgendwo. Der steht auf der anderen Seite, ne? Ich frage mich, wie der Vogel. Ja, steht auf der anderen Seite. Also ich glaube, der Vogel hat echt einen Wallhack, ne? Er kann durch Wände gucken. Und weiß dann, wo die Questgeber sind. Habe ich zumindest so das Gefühl. Tag. Sie hatten Bech gerufen. schickt mich. Ich bin hier, um dich in Sicherheit zu bringen. Ich kenne dich nicht. Soll ich dir nur auf dein Wort hin vertrauen? Natürlich. Hast du eine andere Wahl? Na schön. Ich weiß, wie man aus der Stadt kommt. Aber lass dir gesagt sein. Ich habe Augen im Hinterkopf. Also versuch nicht, mich zu erdolchen. Aber warum? Gibt es eine Gefahr zu bewältigen? Vorzugsweise von dir. Okay. Kann ich den hier rüberziehen? Oh, jetzt geht er wieder dahin. Der andere aber auch.
Unterhalten die sich ja noch. Was für ein Leben. Zu stehen und den Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Was ist der andere jetzt eigentlich? Das war Mord! Wie schrecklich! Hilfe! Warte mal. Du hast nichts gesehen? Ihr wisst von nichts. Also, ich jetzt so schnell. Ja, reden wir mal nicht drüber. Wir brauchen einen Plakat, was wir abreißen können. Das Gute ist, dass du, also gefühlt zumindest, dich nicht zu weit vom, ich hätte jetzt fast gesagt, Unfallort. Wie kann es denn sein, dass hier kein Plakat ist? Können wir darüber mal kurz reden? Hier kommt eins. Ob das komisch aussieht, wenn wir es einfach so neben der Wache abreißen? Das macht scheinbar nichts. Na gut. So, weiter geht's im Text. Einen haben wir ja da noch. Um den müssen wir uns mal eben kümmern. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Kommen wir hier einfach so durch? Ja. Aber das sind mehr als nur die zwei. Das ist natürlich ja. Unglücklich. Ach, guck mal, da oben ist auch noch einer. Sollte ich den hier vielleicht. Ist interessiert? Okay, den können wir da liegen lassen, prinzipiell. Der Weg ist frei. Zum Glück gilt das als Unfall. Na komm, jetzt lauf aber. Aber ich glaube, wir werden noch weitere Gefahren bei uns haben. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir anhalten. Vorne gibt es Ärger. Ja. Ist halt die Frage, wie wir das da jetzt regeln. Du bist unerwünscht. Aber warum? Warum bin ich eigentlich? Geh weg. Weil du kommst doch noch. Sonst normalerweise kommst du hier ohne Probleme durch. Es ist jetzt, glaube ich, nur für den Auftrag so. Mäh. Ihr Schafe. Können wir gleich das Rätsel, was das ist, holen. Ich glaube, du hättest dich sichern sollen. Ich habe mich aber gerade voll erschrocken, ne? Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass hier jemand steht. Okay, gut, jetzt sind wir auf der
anderen Seite. Müssen wir mal gucken, ob das eventuell besser ist. Fragen über Fragen. Können wir... Kann ich eigentlich speichern? Nein, nicht laden. Speichern wollte ich. Ja, können wir. Das erleichtert schon mal so einiges, so ein bisschen. Ich muss mich... Ja. Ich möchte mich halt hier mal ausruhen. Oder in... Erstmal das hier probieren. Nope. Das interessiert dich nicht? Dann probieren wir mal das. Oh, das arme Miezekätzchen. Aber scheinbar... Scheinbar das Miezekätzchen trifft ihn nicht. Sie ist beschäftigt ihn auf jeden Fall. Hä? Warum? Hallo? Ach! Frau Miau will auf mich jetzt, oder wie? So wird ein Schuh draus. Ich hätte natürlich auch so den Käfig öffnen können. Aber das wäre ja nur halb so spaßig gewesen. Wäre jetzt die Frage, also ich habe mir jetzt irgendwie gefühlt so ein bisschen mehr davon erhofft. Weil das Problem ist, die halt hier sind, halt. Was machen die hier? Also ich hätte die jetzt gerne nämlich angeheuert eigentlich so. Was suchen die? Und mal. Einsammeln. So, werfen wir nochmal einen prüfenden Blick. Ja, okay, okay. Sheesh. Das ist jetzt natürlich ein bisschen, Nein! Das war jetzt nicht so gut. Oh Gott. Nein. Das ist ein Mörder, nimmt euch in Acht. Hilfe. Bevor wir hier weitermachen, muss ich jetzt erstmal ganz schnell, ganz dringend... meinen Mörderstatus loswerden. Vorher plündern wir hier nochmal alles. So viele Verbrecher. Ja, du sagst es. Ach du meine Nase. Ich habe auch nichts gesehen. Also wenn du nichts gesehen hast, habe ich auch nichts gesehen. Jetzt müssen wir natürlich wieder so ein Plakat finden, was wir zerreißen können. Ah, guck mal, da kommt eins. Hier, ich hab's fast gar nicht gesehen. Alles als Kunst durchgeht. Sorry, war nicht mit Absicht. Was? Was?
Ich glaube, ich laufe schon wieder falsch, ne? Bin mir aber zu 100% nicht so sonderlich sicher. Aber scheinbar... Eins haben wir noch. Da wäre die Frage aller Fragen, wie können wir ihn wegbekommen, ohne dass jetzt irgendein, weil hier ist ja reger Durchgangsverkehr. Wir haben leider auch nichts, was wir auf ihn drauf fallen lassen könnten. Wir könnten ihn mit einer Mohrrübe abwerfen. Oder wir könnten ihn so viele Mohrrüben in den Mund stecken, bis er keine Luft mehr bekommt. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Leider haben die Leute es gesehen, als ich ihn hier zufälligerweise drüber gezogen habe. Man das sieht. Der Weg ist frei. Ja. Ja, definitiv. Und ihr seid das Vieh, was? Aber das passiert doch alles nur für ein besser... Ihr wisst schon. Für eine bessere Zukunft. Für ein höheres Wohl. Das Gesicht kommt mir sehr bekannt vor, mir auch. Ich habe halt so ein Allerweltsgesicht. Aber schön, dass es am selben... Nein. Schön, dass es am selben Ort hängt. Das erleichtert es um einiges. So, dann begleiten wir ihn mal weiter. Aber dadurch, dass wir ihn halt aus der Stadt begleiten sollen, ne? Die Stadt ist halt groß. Und wo sind wir? Ja. Gut, wir sind fast draußen. Also von daher ist es eigentlich... Dürfte es gar nicht mehr mal so weit sein. Was allerdings nicht bedeuten soll, dass wir... Kennst du die Aufständischen schon lange? Lang genug, um an ihre Sache zu glauben. Wo willst du hin? Ah, wir nimmst du eine Nebenstraße. Beziehungsweise eine Gasse. Was für ein Rempler. Da gibt es eine Gefahr zu bewältigen. Oh Gott. Vorzugsweise von dir. I see. Ja. Warte mal, jetzt müssen wir den da oben. Ne, Jamal hat noch nicht bezahlt. Er muss seine Pokerschulden so langsam mal bezahlen. Guten Tag. Was? Wie will... Wie will sie jetzt eigentlich gesehen haben, dass ich, ja... Wen willst du das jetzt bitte erzählen? Also das ist... Sie hat halt einfach den Röntgenblick und hat gesehen, dass ich ihn umgebracht habe. Was? Lieber verborgen bleiben. So, jetzt... Vor allem finde ich das halt so interessant. Kaum reißt das Plakat an, ab, kann sich halt niemand mehr daran erinnern, dass du der Gesetzlose bist. Das ist dann halt wie bei Men in Black, dass man halt geblitzdingst wurde. So, warte mal. Können wir ihn hier rüberziehen? No? Ich traue deinem Bauchgefühl. Jemand wirft mit Messer! Er wäre dumm genug, uns anzugreifen. Ich brauche hier Hilfe! Ach, komm schon! Hey, eigentlich wollte ich nicht auf ihn werfen. Ich wollte eigentlich auf das Dingens da werfen. Wer uns angreift,
ein blaues Wunder. Judah, halt! Aua! Ich muss an meiner Verteidigung arbeiten. Der Weg ist frei. Ja, dann machen wir das jetzt halt ohne Bonus. Schade eigentlich. Dass er dann aber auch so blöd von hinten kam. So. Nun sind wir sicher. Okay. Du hast meinen Dank. Ja, gerne. Sehr schön. Haben wir den Auftrag abgeschlossen.